Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe hier auf Andis Kinoblog und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ich habe mir mal gedacht, ich mache mal ein kleines Update-Video vom Oktober, von den Filmen, die ich mir im Oktober alle besorgt habe. Und ja, ich weiß, wir haben jetzt November, aber bisher hatte ich leider noch keine Zeit gehabt, ein kleines Update-Video zu machen und war ja auch noch in Disneyland und ja, ich bin ja nicht so gerne der Update-Video-Mensch, aber ich habe gedacht, komm, ich habe mir jetzt so viel geholt in den letzten Wochen, dass ich mir einfach jetzt gesagt habe, jetzt müsste man auch mal ein Update-Video für meine lieben Abonnenten und Andis Kinoblog-Fans einfach mal zeigen. Der ein oder andere von euch hat mich ja darauf angesprochen, hat gefragt, würde sich gerne mal mehr Update-Videos wünschen und diesem Wunsch möchte ich natürlich dementsprechend auch entgegenkommen. Ja, ihr Lieben, ihr seht ja schon vor euch liegen, beziehungsweise seht ja schon, was ich mir so alles gekauft habe. Wir haben ja hier eine ganze Menge und ich würde einfach sagen, wir fangen auch direkt mal an mit dem ersten Film, den ich mir geholt habe. Und zwar handelt es sich hierbei um die Extended Edition von dem Film Der Medikus. Der Medikus kam ja schon vor einigen Monaten auf Blu-ray und DVD. Und ich habe mir natürlich das Steelbook zu dem gleichnamigen Film geholt und vor einigen Wochen kam dann hierzu auch eine Extended-Fassung raus mit 30-minütigem mehr Filmmaterial. Ja, der Medikus hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dieser Film war ja auch so ein bisschen in der Filmcom bei einigen nicht so gut angekommen, aber mir hat dieser Film wirklich gut gefallen. So Mittelalter-Epos und dann noch Orient, das ist wirklich, was mir gefallen hat. Mir hat der Film wirklich cool gefallen und ich freue mich heute Abend auf jeden Fall, diesen Film nochmal zu gucken, um mir einfach nochmal den Film wieder ins Gedächtnis zu rufen und nochmal mehr Film zu erleben. Ja, es hat sich nicht wirklich groß geändert. Wie gesagt, hier ist an 30 Minuten mehr Film jetzt reingeschnitten worden, was in der normalen Kinofassung nicht zu sehen war. Tonspur hat sich nicht verändert, alles ist gleich geblieben. Daher wirklich ein toller Tipp, wer mit diesem Film wirklich was anfangen konnte und den gesehen hat. Wir haben hier auch so eine schöne, hatte ich auch noch nicht, goldene Amari. Ist auch meine erste, glaube ich, meine erste goldene Amari. Aber ich werde mal gucken, wie ich das Ganze jetzt hier in einem schönen, mit dem schönen Steelbook verpacke. Ich schaue mir auch mal an, wie die ganze, wie das Artwork nochmal des alten Steelbooks aussieht. Und dann werden wir mal schauen, ob ich das vielleicht ein bisschen umgestalte, diese Disc. Aber nun gut, wie gesagt, von meiner Seite her ganz klar, Leute, holt euch den Medikus, wenn ihr euch nicht sicher seid. Mir hat dieser Film wirklich toll gefallen. Er war nicht langweilig, er war wirklich spannend und unterhaltsam von Anfang bis zum Ende. Gut, mein nächster Film ist ein Film, den ich liebe aus meiner Kindheit. Es handelt sich hierbei um den Film, um die Blu-ray-Fassung mit dem Wendecover von Masters of the Universe mit Dolph Lundgren. Wir haben hier einmal das original amerikanische US-Kinoplakat und natürlich hinten drin haben wir hier noch das original deutsche. Das hatte ich mal auf VHS-Videokassette und auf DVD. Ja, ich bin ein sehr, sehr großer Masters of the Universe-Film. Dieser Film hat mich als Kind schon geflasht und war für mich die erste ernstzunehmende Verfilmung von Masters of the Universe. Für die damalige Technik und auch die Maskengestalterei war ja so im Zeitalter von Star Wars und die Ewoks war das ja wirklich die Hochburg dieser Maskenkünstler und hier hat man wirklich tolle, gerade Skeletor ist hier wunderbar in Szene gesetzt worden. Die Maske flasht mich heute noch. Ich finde den einfach geil und ja, ich habe ja schon gehört, dass es angeblich einen neuen Reboot oder einen Remake von Masters of the Universe geben sollte. Vielleicht diesmal werden wir erleben, dass sich Prinz Adam endlich in den He-Man verwandeln kann mit dem Zauberspruch seines Schwertes und so weiter und so fort. Was hier leider in diesem Film nie wirklich vorkam. Ist auch nicht schlimm, denn der Film ist trotzdem genial, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, hier spielt sogar noch von damals die Courtney Cox mit. Ich bin mir jetzt nicht 100% mehr sicher. Ist schon ein bisschen länger her, aber ich hatte den Film auf DVD, auf Blu-ray jetzt und muss auch sagen, dass wir hier ein Update des Bildes haben. Man hat hier wirklich das Bildmaterial restauriert. Tonmaterial habe ich jetzt noch nicht so 100% was ergattern können, aber wir haben natürlich hier auch eine 2.0 Tonspur. Das heißt, man hat hier wahrscheinlich am Ton nicht wirklich viel gemacht. Dennoch, Bild ist schärfer, viel farbenintensiver als auf der DVD und man hat hier ein bisschen was getan. Natürlich aufgrund des Alters finden wir hier auch etwas an Filmkörnung vor, aber das ist ja nicht das Thema. Wie gesagt,
dieser Film lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, hier für den Film habe ich ungefähr um die 7 Euro bezahlt oder 9 Euro. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja, kommen wir einen weiteren Film aus meiner Kindheit, den ich auch im Kino gesehen habe. Oder den ich im Kino gesehen habe. Es handelt sich hierbei um die 20th Anniversary Edition von Die Abenteuer des Baron Münchhausen. Für mich einer der großartigsten Verfilmungen dieses Barons. Es gibt ja unzählige Baron-Verfilmungen, aber hier das ist für mich die beste. John Neville spielt ja mit Eric Idle und Uma Thurman. Ich glaube, John Neville ist bekannt aus Monty Python. Hier sind auch einige Monty Python Darsteller, glaube ich, dabei. Auf jeden Fall John Neville. Ich bin nicht so ganz bewandert in Monty Python, kenne halt nur Ritter der Kokosnuss und das Leben des Brian und vielleicht noch den einen oder anderen. Aber ist nicht so ganz mein Genre. Auf jeden Fall Die Abenteuer des Baron Münchhausen. Wir haben hier die Blu-ray-Fassung. Die Blu-ray-Fassung ist von Bild und Sound wirklich der Hammer. Richtig gut aufgearbeitet. Einer der schönsten Märchenverfilmungen in meinen Augen, die es gibt hier. Das ist Abenteuer pur für die komplette Familie, für jung und klein. Ihr werdet wirklich Spaß haben bei dem Film und seines Zeitalters auf jeden Fall entsprochen und richtig genial. Wir haben sogar eine deutsche Dolby Through HD Spur 5.1. Ich kann wirklich sagen, dass Abenteuer hier, man kann es auch schon sehen, 40 Millionen Dollar hat das gekostet. Ist es auf jeden Fall eine hammer geile Baron von Münchhausen Verfilmung. Habe ich übrigens bei Amazon 7,90 Euro bezahlt oder 99. Kann wirklich nur bitte empfehlen, kauft euch diesen Film, wer den noch nicht kennt, ist für mich einer der schönsten Verfilmungen von Baron von Münchhausen. Ja, coole Sache, auch sehr viel Bonusmaterial. Kann ich echt nur empfehlen. Ja, kommen wir zu einem weiteren Highland, auch aus meiner Kindheit. Wir haben hier natürlich das Original Fright Night, die Rabenschwarze Nacht. Und ich glaube, es gibt auch noch Mein Nachbar, der Vampir. Es gibt hier noch einen zweiten Teil. Wurde ja erst jetzt vor kurzem auf Blu-ray rausgebracht. Ist natürlich das Original. Hammergeil. Und Fright Night gibt es ja auch mittlerweile als Remake mit dem Colin Farrell als 3D-Fassung. Fand ich auch geil, finde beide cool. Sind beide identisch, die Filme. Und ja, das ist natürlich das Original. Da gibt es natürlich nichts drüber, aber man sieht, dass der Film halt schon wieder älter ist. Und ja, kann ich nur empfehlen. Ich habe hier auch ganz wenig Geld bezahlt. Ja, diese Splatter-Effekte oder Vampireffekte waren jetzt nicht so der Knaller, ist halt schon ein sehr alter Film. Aber wir haben hier eine Dolby 5.1 Spur drauf, hat mich persönlich sehr gut unterhalten, haben wir uns angeguckt und ist natürlich auch ein Hingucker. Ja, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsfilme, den ich bisher noch nicht auf Blu-ray hatte. Es handelt sich hierbei von Tim Burton, Nightmare Before Christmas, und wir haben hier die komplette 3D-Fassung. Ich bin ein sehr großer Nightmare Before Christmas Fan, weil ich liebe Halloween, ich liebe Weihnachten, und das ist für mich der ultimative Halloween-Weihnachten-Film. Der verkörpert für mich beide Szenarien und da ich ja im Disneyland war, habe ich ja einige Souvenirs mitgebracht und werde demnächst auch noch hier auf meinem Kanal ein kleines Nightmare Before Christmas Spezial-Unboxing machen, denn ich habe mir einige Sachen von Jack und Co. und Nightmare besorgt, und wie gesagt, ich habe mir hier mich für die 3D-Fassung entschieden. Wirklich Hammer Bildqualität, Hammer Sound und auch hier dieses Lenticular, was leider auf diesem Pappschuder nur aufgeklebt ist. Hier hätte ich mir eine Steelbook vielleicht noch gewünscht. Sieht wirklich so 3D-plastisch-mäßig aus, das ist auf jeden Fall geil. Ich liebe diesen Film, ich finde diesen Film geil und bin froh, dass ich mich dann doch noch für die 3D-Version entschieden habe. Ich habe diesen Film natürlich bereits als eine als DVD-Version, aber das ist jetzt meine Nonplusultra als 3D-Fassung, und daher freue ich mich, in den nächsten Tagen mal Nightmare Before Christmas in 3D zu schauen. Soll übrigens sehr gut sein in 3D, habe ich schon gehört, und ja. Ja, dann kommen wir zu zwei, drei Filmen, die ich mir unbedingt holen wollte wegen Jet Li. Ich bin ein sehr großer Jet Li-Fan, auch wenn ich nicht alle Filme von ihm habe. Aber ich musste mir unbedingt hier Jet Li DMX Born to Die kaufen. Ultra geiler Film, habe ich jetzt 7 Euro bezahlt. Mit DMX sehr geil und für mich mit einer der besten Filme so.
aus dem Genre mit Jet Li. Ich mag das einfach. Knallharte Action, richtig coole Comedy dabei. Und ich mag einfach diese Filme mit dem Jet Li. Dann haben wir einen Film Kiss of the Dragon, auch mit Jet Li. Wir haben hier die ungekürzte Fassung. Auch hammergeil. Ich glaube, spielt in Paris, ist schon ein bisschen länger her. Super geile Kampfszenen, super geile Story und kann ich auch nur empfehlen. Ja, dann haben wir einen Film Romeo Must Die. Der ist mit dieser Rapperin Aaliyah, die ja leider vor einigen Jahren durch einen Flugzeugabsturz tödlich ums Leben gekommen ist oder ums Leben gekommen ist. Und diese beiden Filme hier vereinen sich ein bisschen, weil hier ein, zwei Schauspieler bei beiden Produktionen mitspielen und in Born to Die wird noch ein bisschen auf den Film Romeo Must Die eingegangen und ein paar Comedy-Szenen am Schluss sind dazu sehen. Also für mich sind dann diese beiden Filme gehören zusammen. Obwohl ich hier den Romeo Must Die noch einen Ticken besser finde wie Born to Die. Ich finde wirklich beide Filme hervorragend, absolut genial und macht mir sehr, sehr viel Spaß. Auf jeden Fall. Wer die noch nicht hat, soll die gucken. Absolut genial. Hier steht auch hier Jet Li, Born to Die. Also es wird in diesem Film immer Bezug genommen und auf den anderen Filmen und wirklich ein hammergeiles Ding. Das sollte man holen. Ja, dann kommen wir zu einem sehr, sehr tollen Film, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ben Affleck, Morgan Freeman, Der Anschlag. Der hat mich sehr umgehauen, fand ich sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr guter Film mit Ben Affleck. Dieser Film, ja, zeigt, dass es sehr, sehr schnell passieren kann, dass wir zu einem dritten Weltkrieg kommen können und obergeiler Film, sehr spannend und Action. Einige mögen ihn, einige mögen nicht. Ich bin von der Kategorie, dass ich ihn mag. Ja, dann kommen wir noch zu einem weiteren Film, der mir am Herzen lag. Den wollte ich mir eigentlich schon immer kaufen, war mir bisher immer zu teuer. Aber jetzt habe ich ein kleines Angebot für 11 Euro bekommen. Deep Impact, finde ich persönlich ein ganz, ganz toller Film. Hier die Lily Sobieski spielt hier mit und Morgan Freeman wieder, sehr, sehr viele Stars. Der Frodo hier, ich komme jetzt auf so Elijah Wood, genau. Spielt hier mit und wir haben hier wieder ein Weltuntergangsszenario, ein Meteor, so ein bisschen wie Armageddon, aber hier finde ich, der Film ist auch wirklich hammer, hammer geil. Jede Menge Extras, kann nur sagen, finde ich richtig, richtig gut. Also mir gefällt der Film, ich wollte ihn die ganze Zeit schon auf Blu-ray haben und jetzt habe ich mir den endlich geholt. Ja, dann kommen wir zu einer Steelbook-Edition. Es ist der Film Midnight Meat Train. Der liebe Mischa von Mischas Filmwelt hat ja schon bereits das Mediabook mir mal ausgeliehen und auch vorgestellt. Daraufhin habe ich mir den Film angeguckt. Ich bin ja nicht so ganz in der Splatter-Szene der Obercrack, aber gegen mal einen schönen Splatter habe ich nichts zu sagen. Der Film fand ich sehr gut, obwohl ich das Ende nicht so ganz verstanden habe. Vielleicht muss ich mir den nochmal angucken. Und vielleicht gibt es auch noch einen zweiten Teil. Kann auch sein, dass ich deswegen noch nicht so jetzt bewandert war. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein guter Film. Hat mir gefallen. Obwohl teilweise die Bluteffekte animiert waren. Das sieht man auch ganz klar. Das hat mir nicht so ganz so gut gefallen. Aber ansonsten hat der Film eigentlich Spaß gemacht. Und hier spielt auch einer meiner Lieblingsschauspieler, der Bradley Cooper, mit. Das wusste ich gar nicht, dass er mit hier mitmacht. Und daher ja, war das für mich keine große Entscheidung, mir diesen Film direkt auch zu kaufen. Ja, den gibt es auch noch als, wie gesagt, Mediabook. Aber das Mediabook ist relativ teuer. Das Steelbook habe ich jetzt, ich glaube, 19 Euro bezahlt. Und daher habe ich mich dann für das Steelbook entschieden. Ein weiterer Film, der gestern kam, ist eine Zavi-Exklusiv-Edition. Und zwar Alien vs. Predator. Wir haben hier die Zavi-Exklusiv-Version von Alien AVP. Ich habe ja auch schon bereits den zweiten Teil angeboxt, Requiem oder wie der heißt, Alien vs. Predator 2 hier in Deutschland. Leider hat dieser keine deutsche Tonspur, ich hatte den aber bereits auf Blu-ray schon und habe damit auch dann die Disc ausgetauscht. Hier kommt nochmal ein zusätzliches Unboxing in den nächsten Tagen raus. Ja, dann ein kleiner Filmtipp von dem Alexanders ja, Filmbude. Es war einmal in Amerika.
Und wir haben hier die Extended oder Director's Cut Fassung. Wir haben hier eine Fassung, die normale Kinofassung und eine erweiterte Fassung mit neuen Synchros. Und in der Neusynchro ist auch einiges mit englischen Synchronsprache drin. Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt. Ich habe den Film mal irgendwann wohl gesehen, aber kann mich nicht mehr daran erinnern und werde mir diesen Film auf jeden Fall mal in der nächsten Zeit einfach mal anschauen. Auf jeden Fall auch als Steelbook momentan auch für 49 Euro. Ich hatte Glück gehabt und habe diesen noch bei Amazon für 19,99 bekommen. Ja, jetzt kommen wir auch noch zu einem Zavi-Exklusiv-Unboxing. Das ist sogar noch original eingepackt. Das ist der Punisher. Leider ist dieser Film bei mir, beziehungsweise Tom Jane fand ich persönlich den besten Punisher bisher. Und John Travolta hat mir sehr gut gefallen und das Steelbook wollte ich unbedingt haben. Allerdings ist hier noch keine deutsche VÖ vorhanden als Blu-ray und als, glaube ich, als Special Edition. Ich hoffe, dass wir noch eine deutsche VÖ kriegen. Ich denke schon. Und wie gesagt, noch original verpackt, wird auch noch ein Unboxing zukommen. Hängt noch ein bisschen hinterher und ja. Das war es eigentlich so jetzt von meinen Unboxings bzw. von meinem Update Oktober 2014. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein paar Daumen oben, lasst mir ein paar Daumen unten, wie auch immer. Und könnt mal ein paar Kommentare zu den Filmen schreiben, ob ihr die gut findet oder ob ihr euch auch jetzt aufgrund meiner Kaufentscheidung einige davon holt. Aber ich finde, ich habe hier ein paar wirklich tolle Filme am Start und mir gekauft und kann die euch nur wärmstens weiterempfehlen. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Der Punisher und der Andis Kinoblog sagen jetzt tschüss. Wir sehen uns bei meinem nächsten Unboxing. Und wie gesagt, kauft euch ein paar Sachen hiervon. Es sind ein paar tolle Filmchen dabei, auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, ab in die Rinne. Macht's gut, euer Andi von Andis Kinoblog. Bis dann, ciao.